Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Alter Snipe. Wir sind gerade auf dem Weg zum Drogendealer. Ob der Blackie da wohl gerade für Drogen verkauft? Wir werden sehen. Scheint keiner da zu sein beim Drogendealer. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der etwa nach Atira geflogen? Was? Cidi hat sogar zweimal Drogenhandel dran. Und vor einmal versuchter Drogenhandel, okay. Aber ich habe sein Dickstrategie. Nikolai ist out und versucht ein Autodiebstahl. Wurde doch zweimal. Alles sogar dreimal drauf. Er wegen Drogenhandel, Drogenbesitz und versuchter Drogenhandel. Los, Leute. Jo. Ja, ich meine, ich habe ja auch immer Drogen, ich wurde nie erwischt. Ich würde eigentlich noch auf nie irgendein Server von Drogen machen eigentlich. Echt nicht? Nö, ja, wirklich noch nie. Ja, die Leute, die mit dem Heli fahren, die tust du auch schlecht erwischen, aber die mit dem LKW erwischst du eigentlich ziemlich schnell, ziemlich leicht. Musst du nur mal so mit zwei Autos oder so kommen und Heli vielleicht vor dem Land, damit er schnell kommt. Ach, Klassik und ich haben das auch schon mal gehört. Wir sind einfach routinemäßig mal irgendwo lang gefahren und haben dann gehört, dass wohl einer beim, ich glaube beim Kokainfeld war es, einer mit dem LKW lang gefahren ist. Ja, da haben wir gedacht, komm, fahren wir mal ein bisschen Richtung Drogen, die Drogenverarbeitung. Ja, und haben den dann schön auf frischer Tat erwischt, wie der gerade die Drogen am Verarbeiten war. Ich glaube, ich habe den Blackie gerade gefunden. Also ist das ein Drogen. Ja. Aber das erste CD, der verstanden ist. Ne, ist der Ghosty. Ich glaube. Ja, hallo Herr Ghosty. Wollten Sie da etwa gerade ein paar Drogen verkaufen? Ja, aber den kannst du ja auch festnehmen, der macht auch Drogen. Wollten Sie etwa gerade Drogen verkaufen? Ne, jetzt kein Restart. Und verlierst noch Verbindung. Ja, okay. War erst seit 10 Sekunden keine. Ich werde sie dann mal gerade kurz mal festnehmen. Auch kann sehr gut sein, dass ich die Verbindung jetzt verlieren werde. Dann 10 Sekunden keine Nachricht, aber jetzt das wieder weg. Okay, dabei haben sie anscheinend gerade keine Drogen. Dann werde ich mal gerade schauen, ob sie was im Helikopter dran haben. Dein Arm hat, weiß ich, irgendwas mit deinem Arm oder deinem Arm. Ja, das leckt gerade. Verbindung kurz. Kann ich den jetzt nicht absetzen? Aber ich habe das Gefühl, dass das was damit zu tun hat, dass ich meinen Namen gerade umgeändert habe. Wieso kann ich sie jetzt gerade nicht absetzen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann weiß ich auch nicht, warum das liegt. Ich kann den Ghosty... Ah, jetzt geht's. Grid 1, 4, 3. Muss ich sie doch hier an der Stelle gerade stehen lassen. Moment. Ja. Ach ja, ich glaube, der wollte ganz schön viel Geld machen. Welche Drogen macht der denn, dass er so viel Geld mit Mohawk bekommt? Ich denke mal Kokain. War der Preis doch schon voll runter. Ja, oder Hero, keine Ahnung.
Aha, sie haben da wohl ein bisschen viele Drogen gesammelt, ne? 598.000 an Warenwert, das ist nicht gerade wenig, ne? Eben mal so 600.000 verdient. Nein, wir kriegen das Geld ja nicht wirklich, glaube ich, oder? Was sagen Sie denn dazu? Wir kriegen das Geld doch gar nicht, oder? Aha, aha. Sehr interessant. So, wie viel Drogengeld hast du beschlagnahmt? Also ich habe 114.000. Okay. Und dann? Gut. Ja. Mercedes geht. Sofort. Jo. Der CD hat gesagt, das ist scheiße. Nächstes Mal ballert uns direkt ab, weil. Das ist einfach kacke. Dass die einfach direkt schon wissen, die Cops, wenn man Ben Drogen wieder fragt. Ich habe aber Blacky und Ghosty dabei erwischt, als sie beim Drogendealer angekommen sind. Ja, ja klar, aber CD hier. Die hat uns gebeten, ob wir bitte auf die Gefängnisstrafe verzichten. Okay. Weil er sonst alle Lizenzen wieder verliert und. Wäre es vielleicht möglich, eine Malausnahme. Ja, können wir mal schauen. Ja. Ich muss jetzt gerade mal mit Ghosty sprechen. Auf die Gefängnisstrafe können wir schon verzichten. Das ist absolut. Ja, was sagen Sie denn dazu, dass Sie so viele Drogen dabei haben? Wieso sehe ich jetzt gerade nicht, wie dass der so viele Drogen dabei hat? Beziehungsweise, wieso steht der jetzt nicht auf der Fahndungsliste? Herr Ghosty? Irgendwie will er gerade nicht mit mir sprechen. Herr Ghosty, ich müsste Ihnen jetzt ein Ticket von 50.000 ausstellen, weil Sie ja Drogen gehandelt haben. Ich habe Sie auch eben dabei erwischt, wie Sie beim Drogenhändler landen wollten. Und dann sind Sie auch direkt abgehauen, als wir die Sirene benutzt haben. Also quasi sind Sie auch noch vor uns geflüchtet. Das würde ich unter Umständen sogar noch, ja, in etwa vergessen. Allerdings, dass sie Drogen gefarmt haben, beziehungsweise verkaufen wollten, das können wir natürlich nicht so einfach. Aha, okay, Sie verstehen mich also nicht. Okay. Soll ich es Ihnen mal in schriftlicher Form einreichen, beziehungsweise auf einen Zettel schreiben. Ist ja einmal Drogenform. Nein, Scherz. Mikrofon aktiviert. Ja, wie kommst du denn jetzt eigentlich auf 85.000? 50.000 Drogenhandel. Hm? Und 35.000 Heroin. Also. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, was die hier gefarmt haben. Ja, wenn ihr den... Nee, den Ghosty. Person durchsucht. Na klar, wir immer. Ja, der hat ja nichts dabei, der hat nur im Helikopter was. Denn viel Erfolg. Ja. Haben da noch. Achso, ja. Hab ich ja eben schon beschlagnahmt. Ein ACOMP-Visier, kann man das auf die PDW draufholen? So, wieso sind sie jetzt wieder frei? So geht das aber nicht. Gilford, wir kommen mal zu dir. Oh, Gilford, das Geld teilst du aber auf, ne? Was ist eigentlich jetzt, wenn man das Geld müssen wir es bekommen? Schriftlich auf sein Konto oder was? Form machen. Ah ja, deswegen habe ich auch jetzt 104. Ja, ist doch gut. Seid ihr schon auf dem Weg? Ich hatte vorhin 600.000 aufgefallen. Jetzt gerade los. Habe ich jetzt irgendwie Payday von so hoch. Oder sollen wir nicht kommen? Ja, könnt ruhig kommen. Ich glaube, wir müssen mal öfters auf Drogensuche gehen. Ich brauche Geld. Ja, das ist Rangers Angelegenheit. Eigentlich schon, ne? Machen wir jetzt bloß, weil... Mmh. Deswegen sollte ich auch bei CD runterkommen, weil die das scheiße finden.
Also ich sag so, man kann es nachvollziehen. Es ist schon ein bisschen. Tja. Die haben gesagt, dann können sie nächstes Mal direkt auf uns ballern. Weil das einfach sinnlos ist. Ja. Aber wir versuchen ja dann trotzdem eine Roleplay zu machen. Wir versuchen die ja dann noch zu fragen, warum die das gemacht haben und so. Also die Rangers gehen ja hin, ziehen Geld ab und dann Knast. Was haben sie sich denn? Habt ihr den CD runtergenommen von der Wanted-Liste? Ich noch nicht. Okay. Ah, der ist schon runter, weil er, glaube ich, bezahlt hat, oder? Ah. Auf jeden Fall ist er runter. Zu handeln. Okay. Hey, was soll's? Schön hell, ne? Ja. Hab keinen Bock mehr auf Nacht, ich hab alles abgezogen. Also wenn du willst, kannst du gleich Ticket ausstellen. Ach. Nur Problem ist... Ich bin Ticket geil. Ja, weiß ich ja, deshalb sag ich's ja. Ich hab keine Ahnung, welche Drogen der gefarmt hat eben. Da unten fährt ein Auto, ne? Echt? Ja, bei der Tanke da. Ja, das bin ich. Wo seid ihr denn? Über dir. Oh, hallo. Da ist noch irgendwo ein Dingens. Ein Supersport. Ich würde sagen, das Ticket kannst du aufstellen, Wilford. Okay. Es reicht, wenn du uns das Geld gibst für die Drohung. Nein, Scherz. Wir wollen dir dein hart verdientes Geld ja nicht wegnehmen. Doch, ich schon. Ja, doch irgendwie schon, aber... Ich hab nur 700.000. Ich glaube, jeder Fall hat da einiges mehr. Doch, der hat 30 Millionen. Wer ist das jetzt? Nee, 28,9. Ich muss mir so ein paar Sachen kaufen. Ah, da kommt wieder ein Helikopter. Ah, ich glaube, da kommt Dings. Ne? Das ist dieser Sedi. Ja, Sedi kommt jetzt zu Gozi dann hier. Hast du was zu essen und zu trinken dabei? Ja, hab ich. Gut, weil ich bin nämlich fast. Scheiße. Haben. Ja, der konnte mich gerade irgendwie nicht per Mikro verstehen, darum schreibe ich dem die ganze Zeit. Ach, das ist eine große Ehre. Ach, ich glaube, die haben es nicht so mit Ausreden. Ich denke mal, Handybatterie brauchst du auch noch? Ja. Der größte sind eine von Office 50. Ich finde den Checkpoint voll cool gemacht. Meint es hier zu Sophia und Atira? Ja. Ich meine, das könnte man noch ein bisschen besser machen, dass man von jeder beiden Seiten zu Sophia rüberfahren kann und nicht direkt enden, aber man. Gut gemacht. Mhm. Ach, ich Idiot, ich hab doch Donuts dabei. Ah, oh, Gott. Behalt mal. Hast du eine Batterie? Ja, ich hab noch zwei Stück. Gott. Fort. Mhm. Weißt du, wie viel Geld Dennis hat? Keine Ahnung. 2 Milliarden. Okay, wie hat denn so viel bekommen? Admin-Geld oder was? Ja. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Sidi. Herr Guilford, ich bin aber mächtig der Zeichensprache, da der Kollege hier Geld, ein bisschen taubstumm ist. Ja, das ist mir auch gerade schon aufgefallen. Dann müssen wir farmen. Dann ersparen Sie sich da drum Geschreibe. Das haben auch so markiert. Ja, der Stift wird auch langsam leer. Nein. Ja, der Herr Ghosty, der hatte doch so einiges an Drogen in seinem Helikopter, ne? Und für Eigenbedarf war das doch meiner Meinung nach ein bisschen sehr viel. Zufällig irgendjemand gerade von euch frei? Ja, frage ich ihn mal. Worum handelt es sich denn? Einen Toten. Also da haben wir nicht einen Medic? Doch. Mein ja, jetzt Sport. Eine online. Oh, ich hab mir gerade eine Waffe gekauft, Mann. Ich fordere gleich mal an. Ja, die ist eh weg, wenn du wiederbelebt wirst. Oh.
Wie teuer war die denn? BDW. Okay, 20.000 kriegst du nicht wieder. Brauch die ja. Der Herr Ghosty meint, er hätte 10 Gramm dabei gehabt. Stimmt das so ungefähr von der Menge her, oder? Na, muss schon ein bisschen mehr gewesen sein, weil das waren knapp 580.000. Oh, das ist ein bisschen mehr als 10 Gramm, da frage ich mal nach. Ich glaube, es sind 10 Tonnen gewesen. Also er sagt, er hatte 10 Gramm für den Eigenbedarf dabei und der Rest muss ihm beim letzten Stop untergejubelt worden sein. Er kann sich nicht erklären, warum da so viel drin ist. Boah, diese Lügen. Oh Gott, ey. Microphone muted. Oh, ich höre dich schon. Alter, gucken Sie denn nicht ab und zu mal in Ihren Helikopter und Sie wundern sich nicht, dass da irgendwie auf einmal Drogen drin liegen? Nee, bei mir leckt es noch. Nee. Er guckt eigentlich so gut wie nie da rein, weil... Warum wieder, ne? Auch, ne? Normalerweise nehmen die Leute ja was raus und packen nicht rein. Okay. Und er musste halt so dran nehmen, mich nicht wiederbeleben. Also sagen Sie, das meiste an den Drogen wurde Ihnen also untergejubelt. Okay. Dann bin ich heute mal sehr gütig, Herr Ghosty, und sage, Sie müssen heute nur die Strafe von 50.000 bezahlen und müssen nicht ins Gefängnis. Was sagen Sie dazu? Ja, er akzeptiert diese Strafe. Okay, dann stelle ich Ihnen jetzt das Ticket aus und dann hoffe ich, dass Sie es bezahlen werden. Wann ist so, okay, Sie haben brav Ihr Ticket bezahlt, dann werde ich Sie freilassen. Ein bisschen Angst um mein Auto. So. Tja. Das ist ja schön, dass wir das klären konnten. Also, Herr Ghosty, Finger weg von den Drogen. So, essen Sie lieber einen gesunden Apfel oder einen Pfirsich. Das gibt auch Energie. Ja, er wird sich jetzt mehr an Pfirsiche halten. Das ist gut zu und hören. Und versuchen, von den Drogen wegzukommen. Auch die 10 Gramm Eigenbedarf sind nicht gut, Ghosty. Ja, wir kennen hier auch eine gute Entzugsklinik in der Nähe von Pyrgos, beim Krankenhaus. Da ist ein super Therapeut, der kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Entzugsklinik hat er schon dreimal probiert, da kenne ich schon die Geschichte mit dem hier. Da müssen wir was anderes uns einfallen lassen. Vielleicht mal also einsperren für 2-3 Wochen oder so. Ah, müssen wir also die harten Geschütze auffahren, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ja. Schönen Weiterflug. Ja, ebenfalls. Tschüss. Microphone activated. So, würde ich sagen, rück mal ab, ne? Seid ihr noch da? Okay. Ah, dann nicht Inventar. Ja, man muss ja nicht immer ganz so assi sein und nicht festnehmen. Man kann ja auch ein bisschen erdeben, bis ich was mache, ja. Ne? Ja, müssen wir vielleicht mal mit Jonas sprechen. Ich weiß nicht, ob der das auskratzen kann mit dem Drogendealer. Dass man da nachgucken kann, weil das stimmt schon, das ist ein bisschen scheiße eigentlich, aber... Gut, bei Blackie und Ghosty, die habe ich ja gesehen, wie sie beim Drogendealer landen wollten. Und er war ja jetzt wieder beim Drogendealer, ne? Habt ihr den Blackie denn gefunden? Ja. Er ist ja bestimmt wieder zu dem einen runtergeflogen. Naja, egal. Welche Tankstelle ist denn das? 328, wo ist die denn? Du hast jetzt auch gerade keinen Plan, welche das sein könnte, ne?
nö. Seitdem Krawaller weg ist, bin ich total raus damit. Ja, ich finde die Markierung müsste so ganz anders sein, also. Ja. Vor allem, wenn der Typ, also wenn der Typ an der Tankstelle die Polizei ruft, verstehe ich nicht, wieso das nicht dann auf der Map markiert wird. Wäre auch viel besser. Weil wenn er doch den Knopf gedrückt hat, RP-mäßig, dann müsste eigentlich dann da auch ein Notsignal sein. Meiner Meinung nach. Sonst ist das doch auch so. Wenn er in der Kopf so eine Nachricht, dass die Tankstelle aufgerufen wird. Ja, da steht dann da die Nummer, aber da steht, glaube ich, nicht, welche das jetzt genau, also, du hast jetzt nichts, glaube ich, auf der Karte markiert. Ja, bei anderen Servern ist das manchmal so, dass, wenn du da einen drückst, dann steht da Achtung, wird aufgerufen. Ja, das haben wir nur bei den, Geldautomaten. So, Leute, dann lande ich jetzt am Marco und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!